Anas radıyallahu aleyhi berichtete, als sie, einige Gefährten des Propheten sallallahu aleyhi sallam, an einem Trauerzug vorbei gingen und den Toten lobten, sagte der Prophet sallallahu aleyhi sallam, so ist es bestimmt. Als sie an einem anderen vorbeigingen, sprachen sie schlecht von dem Toten. Da sagte der Prophet sallallahu aleyhi sallam, so ist es bestimmt oder so ist es pflichtig geworden. So ist es pflichtig geworden. Daraufhin fragte Umar, was ist damit gemeint? Der Prophet sallallahu aleyhi sallam sagte, den einen habt ihr gelobt und so kommt er ins Paradies. Von dem anderen habt ihr schlecht gesprochen und er kommt in die Hölle. Ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. Ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das geht darum hier, wenn die Muslime für jemanden bezeugen, dass diese Person gut ist. Aber welche Muslime? Praktizierende, Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, Leute, die gerade sind, Leute, die den Islam richtig verstehen und praktizieren. Wenn diese Leute für eine Person bezeugen, dass diese Person gut ist, dann inshallah wird diese Person ins Paradies kommen. Und wenn sie aber über eine Person schlecht reden, weil die Person schlecht war, dann geht diese Person in die Hölle. Das heißt, die gläubigen Muslime, die sind die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Und deshalb Umar, als Trauerzug vor ihm vorbeikam oder ging, sagte auch Umar, weil die Leute gut gesprochen haben, wajabat. Dann wajabat und dann wajabat dreimal. Da wurde er von Abu al-Aswad gefragt, was ist wajabat? Er sagte, das ist, ich habe wie der Prophet das gesagt. Und dann sagte der Prophet, sagte, wenn vier glaubwürdige Personen, Muslime, für eine Person bezeugen, dass er gut war, dann kommt er ins Paradies. Da hat man gesagt drei, der hat gesagt auch drei. Dann sagt zwei, der hat gesagt auch zwei. Aber die haben nach dem einen nicht gefragt. Das heißt, wenn eine nur, die haben nicht gefragt. Das heißt, wenn zwei gottesfürchtige, glaubwürdige, gläubige Muslime für eine Person gut sprechen, dann inshallah wird diese Person ins Paradies kommen, weil die Muslime die Zeugen Allahs auf dieser Erde sind. Aber nicht jeder Muslim jetzt, sondern wirklich die Muslime, die ihre Religion wahrnehmen und richtig praktizieren. Barakallahu fikum wa jazakum khair.